Auto. Wahrscheinlich alle nach dem Blitzer jetzt Gas geben. Und ich muss ja als Fahrschüler die 50 halten. Ihr seht, ich kann nicht schneller werden, ich muss die 50 halten. Und hinten kommen jetzt nämlich die Autos angefahren. Seht ihr, jetzt fangen sie schon an zu überholen. Und jetzt kann ich Gas geben. Und jetzt meinen die meisten Autofahrer, hier ist 70. Ihr bestimmt auch, aber schaut mal auf das Zusatzschild. Und ihr seht, ich bin jetzt schon raus und kann jetzt richtig schön den LKW überholen. Kann schön in die Kurve reinfahren. Wichtig, so durchfahren, dass niemand an Bord Angst kriegt, vor allem der Prüfer nicht. Das heißt also, ich muss das natürlich schon drauf haben. Dann warte ich, bis ich an dem LKW vorbei bin, bis ich den im Innenspiegel sehe und fahre dann einfach ohne Lenken, wie ich jetzt das gemacht habe, ganz locker nach rechts rüber und gebe einfach schön Gas. Da vorne, ich darf 100 fahren. Schauen wir mal, das Auto vor uns fährt knapp 95 und da fange ich jetzt natürlich nicht irgendwie eine Überholaktion an, wenn der 90 fährt, dass ich dann mit 100 irgendwie überhole. Aber jetzt wird er immer langsamer. Ich verstehe nicht, wie Autofahrer manchmal auf so Kraftfahrstraßen oder Autobahnen, wie die fahren, dass die immer mal eine Weile so Aussetzer haben, dann ganz weggehen vom Gas, dann auf einmal geben sie wieder Gas. Leute, kauft euch einfach einen Tempomat. So, wir gehen rechts weiter, hat der Prüfer gesagt. Also bei 300 Meter setze ich Blinker rechts. Und ich achte jetzt natürlich auch darauf, dass ich nicht so dicht an das Auto rankomme, dass ich den Mindestabstand auf alle Fälle einhalte. So, und ich habe die ganze Zeit immer in den Spiegel geguckt. Also nicht bloß jetzt oder irgendwie kurz beim Abbiegen, sondern denkt dran, immer wieder in den Spiegel schauen, dass ihr einfach immer wisst, was hinter euch los ist. So, hier, dritte Gang, 50 und ich kann hier ganz entspannt rumfahren, ohne Hektik, ohne Stress. Wir fahren die nächste links weiter, hat der Prüfer gesagt, also Blinker links. Stoppstelle, jetzt unbedingt nichts machen, rollt einfach ran, drückt die Kupplung und geht einfach vor bis zur Linie und fangt auch gar nicht an zu schauen. Einfach anhalten. Wenn ihr steht, dann schaut ihr und jetzt könnt ihr losfahren. So habt ihr die Gewähr, dass ihr nicht aus Versehen drüber fahrt. Vor lauter gutem Gucken und weiß ich was, Prüfungsstress, flupp, fahrt ihr über die Stoppstelle drüber. Immer Stoppstelle heißt Stopp und sonst gar nichts. Das klappt aus dem Lied. Und sonst gar nichts. So, 70, lässig, eingehalten. Und jetzt sind die 70 vorbei, das heißt, ich kann ein bisschen Stoff geben. Ich brauche keine Angst haben vor dem Traktor. Der ist zwar breit, aber ist wunderbar in seiner Spur gefahren. Ich kann jetzt ein bisschen beschleunigen. Muss nicht unbedingt so voll auf 100 drauf, sondern ich muss einfach so wieder fahren, dass, wie gesagt, keiner im Auto irgendwelche Unruhen kriegt. So, sehr locker weiter. War übrigens netter Prüfer, angenehme Atmosphäre, lustiges Gespräch und der Fahrschüler war auch ziemlich tiefenentspannt durch das. Die Atmosphäre im Prüfungsauto ist ganz wichtig, die muss immer locker sein. Sobald es so eine angespannte Atmosphäre ist, ist es auch für den Prüfling oder für den Fahrschüler nicht angenehm. So, der Prüfer hat gesagt, wir fahren in den Kreis und fahren dann die erste rechts raus. Also das heißt, ich gehe jetzt vom vierten Gang in den zweiten Gang runter, ganz lässig, bremse ein bisschen dabei, das ist wichtig. Schau jetzt schon Kreis, alles perfekt frei. Geh rein in den Kreis, mach den Blinker rechts und geh hier ganz lässig rechts raus. So, dann sind wir hier gefahren. Dann hat der Prüfer gesagt, wir fahren dann die nächste rechts, wollen dann links fahren, links und dann wollen wir eine Übung machen. Also, oh, die Katze, Achtung Katze, habt ihr gesehen, hier, Katze ist weg. So, also links und eine Übung und jetzt die Preisfrage an euch, um welche Übung kann es sich denn jetzt nur handeln? Wenn man links fahren und dann eine Übung. Habt ihr's? Nee, nicht einparken, Quatsch. Bremsung, genau, das heißt, ich habe jetzt gesagt zum Fahrschüler, machen wir die Bremsung. Der Fahrschüler hat auf 30 beschleunigt und ich habe dann geschrieben, bremst und in Zeitlupe der Fahrschüler voll drauf und sind wir gestanden. Volle Bremsung natürlich. Ich habe es wieder nur angedeutet wegen den Kreuzschmerzen. Also Bremsung war okay. Dann hat der Prüfer gesagt, gut, alles klar, fahren wir weiter. Und jetzt denkt dran, unbedingt Innenspiegel, Außenspiegel, Blinker links, perfekter Seitenblick und dann losfahren. Hier übrigens haben wir eine coole schwedische
so Marke für Arbeitskleidung. Ich weiß nur nicht, wie die heißt. Ja, die Fahne ist sehr so mit gelb-blau, schwedisch. Aber die Fahne ist leider irgendwas mit B, Black, irgendwas. So, das war der Werbeblock, der unvollständige Werbeblock. Dann hat der Prüfer gesagt, okay, halten wir mal bei dem schwarzen Punto, damals war es ein weißer Daimler, an und parken rückwärts ein. Also, leichteste Übung für den Fahrschüler. Der hat die Punkte, Punkt 1, Punkt 2, zack, voll rechts, gucken, dass niemand kommt, ganz lässig rein und dann einfach voll nach links, so, und dann stehen wir wunderbar drin. Wir stehen jetzt wunderbar drin. Der Fahrschüler hat es ein bisschen spannend gemacht. Er ist irgendwie drauf auf den Bordstein, dann ist er wieder runter, dann ist er nochmal drauf und so. Hat ein bisschen rumgemacht in der Parklücke, aber im Endeffekt hat er es doch dann auch gemacht. Ich sollte mir einen Hut kaufen, wenn ich das so sehe. Ein Hut, weiß ich nicht, ob mir das stehen würde, muss ich mir mal drüber Gedanken machen. So, wir gehen einfach weiter, wir gehen rein in den Kreis und jetzt kommt was Neues, Ladies and Gentlemen. Eine Strecke, die ich wirklich noch nie so gefahren bin. Sehr, ich tue ein bisschen langsam, ich will jetzt nicht irgendwie kurz vor dem roten Auto rausheizen, sondern wenn ich langsam tue, bin ich immer auf der sicheren Seite. Ich gehe schön rein, zweite raus. Hier also, Blinker rechts, raus und ab geht's. So, ganz interessant wieder, ihr seht, hier sind ja noch 50. So, und dann ab hier sind 100. So, und was macht diese Fahrschule? Macht da einfach mal eine Vollbremsung mitten auf der Straße, ne? So, gehen wir einfach vorbei. So, und jetzt müssen wir hier 70 fahren. So, und ich war echt gespannt, weil wie gesagt, Premiere, absolute Premiere. Hier bin ich, glaube ich, fast noch nie gefahren. An der Prüfung sowieso nicht. So, Kurve. Aber ihr seht ja, das ist, wie gesagt, man kann nicht mit Fahrschülern überall fahren und Fahrschüler zeichnen sich ja so durch das an der Prüfung aus, dass sie überall fahren können und nicht irgendwelche Strecken eingeübt bekommen haben. So, es geht weiter. Und dann fahren wir jetzt dann da vorne die nächste rechts weiter. Die nächste rechts weiter. Wir sind wieder back in Kusterding. So, ich kann gucken. Immer frühzeitig gucken, dann sehe ich nämlich, dass alles klar ist. Es kommt absolut niemand. Ich kann hier locker rumfahren, muss aber aufpassen, von rechts kommt jemand und ich muss ja um die Autos rum. Genau, seht ihr, habe ich schon von weitem gesehen, langsam getan. Und das ist das, was ich immer meine mit vorausschauender Fahrweise. Ihr müsst einfach alles sehen, was auf der Straße abgeht. So, dann fahren wir schön weiter. Sind wir hier gefahren? Jetzt muss ich kurz schauen. Wir sind die nächste links. Genau, wir sind hier links gefahren. So, natürlich an der Prüfung wird es nicht so kurzfristig gemacht. So, ich wusste gar nicht, dass Kusterding so ein Industriegebiet hat mit Wahnsinnsfirmen, was hier alles ist. Hier ist nämlich sogar eine Waschstraße, Setter und Karosseriebau und eine Dachbegrünung, also alles Sachen über. Und hier Trecker, Trecker, Trecker ohne Ende. Also die Trecker-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten. Rechts, da steht alles, was Rang und Namen hat in der Trecker-World. So, rechts vor links. Das heißt, hier muss ich ein bisschen gucken. Langsam, alles klar. Kann ich schon weiterfahren. Wir gehen rechts weiter. Ich habe hier natürlich Vorfahrt. Kommt auch trotzdem, schaue ich, kommt niemand. So, und dann haben wir hier wieder rechts vor links. Und wichtig, Leute, ihr müsst schauen, schauen, schauen. Ich habe letztes Mal ist eine durchgefallen wegen diesem Ding, eine Umschreiberin, weil die einfach an den rechts vor links vorbeigepfiffen ist, ohne einmal den Kopf überhaupt zu bewegen. Also der Kopf war wie angeschraubt gerade und ja, der Prüfer hat nachher gesagt, nein. Und es war aber, sie hat wirklich nicht geschaut. Sie hat natürlich dann gesagt, doch, ich habe geschaut und so und alles, aber der Prüfer glaubt euch das nicht. Und deswegen, ich sage so oft zu meinen Fahrschülern, ihr dürft nicht in so eine Situation kommen, dass ihr mit dem Prüfer anfangen müsst zu diskutieren. Also
Wenn der Prüfer sagt nein und ihr sagt ja, dann überlegt euch mal, wer da am längeren Hebel sitzt. Und ich muss ehrlich sagen, sind wir links weitergefahren? Ich glaube, wir sind links weitergefahren. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so richtig. Zurück. Also gehen wir mal davon aus, wir sind links weitergefahren. Doch, glaube ich, stimmt. So, was wollte ich sagen? Ja, also, und da sie wirklich nicht geschaut hat, kann ich natürlich nicht auch noch behaupten, doch, sie hat geschaut. Gell? Das wäre natürlich, da würde ich mich unglaubwürdig machen. Und das gute Verhältnis, das ich zu Prüfern hätte, würde da wahrscheinlich dann anfangen zu bröckeln. Wobei ich ehrlich sagen muss natürlich, wenn ich den Eindruck gehabt hätte, sie hätte geschaut, dann hätte ich natürlich das auch zu dem Prüfer gesagt. Aber hier war er einfach im Recht. So. Wir gucken weiter vorausschauend. Ich habe Hindernisse auf meiner Seite, aber ich sehe niemanden, dann kann ich hier raushauen. Und jetzt seid ihr wieder umstritten. Warum nicht geblinkt? Weil ich finde es unnötig, wenn ich einfach hier so locker rausfahre. Viel wichtiger war, ich habe perfekt, was ihr hier im Film leider nicht sehen könnt, in die Spiegel geschaut. Und das ist viel wichtiger. Und das ist als länger, wenn man längere Zeit Auto fährt, länger, ich fahre viel Bus, bin ich es sowieso gewöhnt, ständig in die Spiegel zu schauen. Und das ist was ihr euch schon in der Fahrschule angewöhnen müsst. Ihr dürft nicht nur, wenn ihr gelernt gekriegt, jetzt vorm Abbiegen irgendwie in den Spiegel gucken oder so und sonst nie. Hier wird übrigens rechts vor links richtig geschaut, sondern ihr müsst ständig in die Spiegel schauen, dass ihr immer seht, was hinter euch los ist. So, schön. 30 fahren, natürlich wichtig hier. Und fragt mich mal, warum ich keinen Tempomat anmache. Genau, weil das Auto kein Tempomat hat. Es hat, wie gesagt, nicht mal Piepser. Und manuell einstellbare Spiegel. Ich muss ein Foto machen und muss das dann praktisch als Eingangsbild bringen. So, wir fahren links weiter. Ich muss aufpassen, rechts vor links. Bisschen zur Mitte hin einordnen. Alles klar. Und dann können wir schön hier rüber. Dann jetzt wieder aufpassen, rechts vor links. Yep. Dann schön hier runter, dann hier haben wir Vorfahrt, keine rechts vor links. Ich darf immer noch nicht schneller fahren wie 30, hier auch nochmal zur Erinnerung auf dem Boden. Und dann fahren wir jetzt dann da unten dann links weiter, die nächste jetzt links weiter. Rechts kommt ein Auto, habe ich schon geschaut, links kommt eine Fahrschule, rechts kommt ein Auto. Fahrschule ist weg, Auto fährt links hoch, rechts ist gut, links ist gut und auf geht's. So, dann geht's hier runter. So, wieder eine gute Geschwindigkeit finden, nicht zu schnell, nicht zu langsam. So ein Mittelding. Ja, passt. So, nicht zu schnell, dass ich nicht auf das vordere Auto drauf fahre, auch nicht so dicht auf das Auto drauf komme. Dann schön in die Kurve rein. So, jetzt haben wir gleich 50, das bedeutet für mich wieder dann runter in den dritten Gang und einfach locker rollen lassen das Auto. Da vorne fahren wir dann an der Ampel links weiter. So, schön auf der linken Seite einordnen, schön anhalten. Puh, lassen wir mal ein bisschen hier frische Luft rein. Ich habe gar nicht geschaut, ist jetzt die rechte Seite frei? Kann man da jetzt reinfahren oder immer noch nicht? Hier war jetzt übrigens die Flug-Olympiade in Cochentellingsfort, also da irgendwie auf den Feldern. Habe ich ganz verpasst.
So, was fällt uns ein zum Thema Linksabbiegen, wenn wir schon hier stehen? Linksabbiegen heißt natürlich wieder, ich muss aufpassen, weil die Autos, die von vorne kommen, Vorrang haben. Die muss ich also dann durchfahren lassen. Das heißt, grün, ich gehe los, gucke aber, was da von vorne kommt alles. Und nach dem Autosetter kann ich losfahren. So. Puh, machen wir wieder zu, lassen wir wieder die frische Luft draußen. So, schön 70 fahren. So, dann fahren wir die nächste links weiter. Nächste links. Schöner Spiegelblick beim Einordnen. So, so, dann gucke ich vorne. Alles perfekt. Eingang runter. Schaue ich wieder ganz locker in den Spiegel. Gehe schön rum. So, und jetzt fahre ich richtig in die Kraftfahrstraße ein. Das heißt, dritte Gang, Blinker links. Ich gucke links. Es sieht alles gut aus. Ich komme hier schön mit Schwung rum. Schau immer wieder in den Außenspiegel und gebe hier richtig Vollgas. Nutz den Streifen schön aus, mach einen kurzen Seitenblick, fahr rein, bin immer noch voll auf dem Gas und gehe jetzt von dem dritten Gang in den fünften Gang. Und ihr seht, aufgrund von den 21 PS von dem Polo bin ich jetzt natürlich nicht so wahnsinnig brutal reingefahren in die Kraftfahrstraße, sondern eher so Opa-mäßig, aber vollkommen für das Auto perfekt, der Prüfer. Wäre jetzt, glaube ich, leicht begeistert. Ich gucke, bevor ich rausfahre, ich gucke ein paar Mal in den Seitenspiegel, auch jetzt, und beim Rausfahren mache ich den Seitenblick. Wenn ich den Truck erreicht habe, Blinker rechts, wenn ich den Truck im Innenspiegel sehe, gehe ich wieder ganz lässig rüber, ohne großartig zu lenken, und fahre schön 120. Halb die 120 natürlich, wenn es geht. Fahr ganz entspannt hier, guck immer wieder in den Spiegel, dass ich weiß, was hinter mir los ist. So, da kommt der LKW, aber der Prüfer sagt, wir fahren die nächste Ausfahrt runter. Und ihr seht ja, da kommt schon das Schild für die Ausfahrt. Das heißt also, ich fange jetzt natürlich nicht noch an, den LKW zu überholen, sondern ich gehe jetzt so langsam mit der Geschwindigkeit runter, dass ich, wenn überhaupt, in den Sicherheitsbereich von dem LKW komme, nicht dichter drauf. So, und dann kommt die 300 Meter Barke. Bei der 300 Meter Barke setze ich jetzt Blinker rechts. So, dann gehe ich hier raus. Ich habe vorher schon wieder im Spiegel alles abgecheckt, passt alles. So, und jetzt wieder gucke ich auf den Tacho, gehe mit meiner Geschwindigkeit runter bis ca. 50, bremse schön runter. Gehe jetzt in den dritten Gang vor der Kurve, lasse die Kupplung raus und gehe hier lässig rum. Sehr wunderbar. Dann fahren wir die nächste rechts, mache ich gleich den Blinker rechts. Gehe jetzt runter in den zweiten Gang. So, werde richtig schön langsam. Gehe jetzt polomäßig in den ersten Gang. Gehe richtig nach rechts, schau alles frei und fahre rum. Sehr. Und wenn ich das gut vorbereite, kann ich perfekt rumfahren, ohne dass ich irgendwie anhalten muss, ohne dass es ruckelt, ohne dass ich irgendwie im falschen Gang bin. Sondern das klappt wunderbar. Wir fahren links weiter. Jetzt kann ich schon nach links schauen, sehe, was da los ist. Die da vorne stehen hier auch noch. Links ist gut. Rechts kommen Autos. Links ist gut. Ich muss natürlich auf den vorne gucken, auf den Herrn aus Freudenstadt oder die Dame. So. Ah, Kronenbitterhorb. Da hatte ich meinen ersten Golf her. Da war ich ganz stolz drauf. Ein weißer Golf, mit dem der Fahrschüler gleich, das war mein erster Fahrschulgolf, ich kann fahren, ich überhole den Radfahrer gleich, ich gehe natürlich gleich an dem Radfahrer vorbei. Perfekt. Ja, witzig, war mein erster Golf, ein weißer Golf. Wartezeit damals, glaube ich, 16 Monate, könnt ihr euch das vorstellen, Auto bestellt, 16 Monate drauf warten. Als der endlich da war, mit Doppelbedienung war ich stolz, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, mein erstes Fahrschulauto, da war ich noch Fahrlehrer bei der Bundeswehr. Dann bin ich raus, immer vorm Kasernentor haben dann die Fahrschüler gewartet. Zack, rein in die Fahrschule,
losgefahren und was macht der Fahrschüler? Nach 200 Meter fährt der volle Rotz gegen den Bordstein, dass alles zu spät war. Ich hätte heulen können, das war echt krass. Und diese kleine gegen den Bordfahraktion von dem Fahrschüler, das Auto musste nach 1000 Kilometer damals, immer nach den ersten 1000 Kilometer, zu so einer kleinen Inspektion, hole ich das Auto ab von der Inspektion, ihr seht, kann ich es wagen? Ja, da kann ich locker reinfahren. So, also nach der Inspektion komme ich hin, sage, und alles in Ordnung, dann sagen die, ja, wir mussten vorne zwei neue Reifen drauf machen. Ich so, warum das? Und dann, ja, da muss jemand voll gegen Bordstein gefahren sein, da war Spur verstellt und durch das hat es den Reifen voll runtergedreht. Also war eine blanke Stelle in dem Reifen und das heißt natürlich, da mussten zwei neue Reifen drauf, beide kaputt. Und das seht ihr, diese Aktion hat ziemlich viel Geld gekostet. Da hat sich also das ganze Schulen mit dem eigenen Auto dann schon wieder gar nicht gelohnt. So, ihr seht hier, während ich so locker erzähle, geht es hier immer raus und rein. Man muss einfach gucken, dass man schön hinterher fährt, dass man schön den Abstand hält, die 15 Meter Abstand. So, und jetzt weiß der Prüfling eigentlich auch schon, ich habe es schon fast geschafft. Und jetzt ist wichtig, jetzt nochmal, wie man so schön sagt, zusammenreißen. Weil vielleicht ist der Prüfer sich nicht sicher, ob er euch den Führerschein geben soll oder nicht. Dann sagt er die nächste links, also gucke ich nochmal in den Spiegel, gucke in den Außenspiegel, schalte schön runter, ordne mich richtig ein, schaue nochmal ganz deutlich in den Spiegel, dass der Prüfer sieht, hey Prüfer, guck her, ich mach das alles, du kannst mir den Führerschein geben. Ich habe auch jetzt nochmal in den Rückspiegel geschaut, ich gucke überall hin. Nächste rechts, ich schaue nochmal in den Rückspiegel, ich mache den Blinker rechts, ich schaue in den Außenspiegel, ich sehe den Bus, ich tue langsam wegen dem Bus. So, während ich drauf zuroll, gucke ich schon wieder in den Außenspiegel. Prüfer, guck Prüfer, ich schaue schon wieder in den Außenspiegel, ich gucke in die Straße rein, ich schaue in den Außenspiegel, ich fahre locker rum, guck mal Prüfer, ich schalte in der Lenkpause, ist das nicht toll? Und ich fahre hier raus, Prüfer, okay, ich habe jetzt nicht geblinkt, aber ich habe in den Spiegel geschaut. Und der Prüfer wäre, denke ich mal, begeistert. So, dann geht es hier schön weiter, schön dran vorbei. Ah, was macht der da vorne? Langsam. Der dreht, nee, der fährt rein, doch, der dreht. Da ist manchmal ganz gefährlich, die fahren manchmal einfach wieder raus. Ich gehe schön weiter und ich habe immer alles abgecheckt im Spiegel hinten. Ich habe alles unter Kontrolle. So, wir fahren die nächste links und dann rechts in den TÜV. Also, ich habe schon wieder in den Spiegel geschaut, ich habe den Blinker reingemacht, ich bin schön reingefahren, ich gucke schön. Rechts ist gut, links, rechts nochmal, Vorfahrt, rechts hätte ja Vorfahrt. Ich gehe schön rum, so. Nächste rechts und jetzt fahre ich hier nicht so dicht rein. Komischerweise hat es bei meinen Fahrschülern sich jetzt eingebürgert, dass die hier immer fast die Autos oder das Schild rammen. So, und dann fahren wir links in die Mitte. Und bevor ich in die Mitte fahre, gucke ich in den Spiegel, dass niemand hier auch noch reinfährt. Da wäre mir letztes Mal auch fast jemand nochmal durchgefallen. Da hat der Prüfer volle Kanne getobt, weil der einfach so krass hier reingefahren ist, ohne zu gucken, ohne irgendwas zu machen. So. Parkfertig abstellen, Handbremse, erste Gang, Schlüssel raus, hört er das Lenkradschloss eingerastet. Der Prüfer sagt, bitte steigen Sie aus, zack, Spiegel gucken, Tür auf. Der Prüfer sagt, bitte Türe zu. Ich gratuliere Ihnen, Sie haben den Führerschein bestanden und was anderes wollen wir doch gar nicht hören am Ende der Prüfung.
Autobahn. Auto.